Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Face Noir. In der letzten Folge konnten wir endlich die Werft betreten, nachdem wir echt stundenlang hier durch die Gegend gesucht haben. Und ich bin mal gespannt, was Sean hier versteckt haben könnte. Also ich gehe mal davon aus, dass Sean hier irgendwas versteckt hat, weshalb er uns Diese Kisten sind größer als die, die ich auf der Werft gefunden habe. angerufen hat. Definitiv zu groß, als dass ich sie bewegen Okay, könnte. so, runter willst du bestimmt nicht, denn du kannst nicht schwimmen. Dazu fällt mir nichts ein. Dazu fällt ihm nichts ein, überhaupt nichts. Diese Kisten sind größer als die. Okay, das hatten wir. Das ist eine Schalttafel. Ich glaube, damit steuert man die Umlenkrollen, die am Dach angebracht sind. Na dann los. Brauche ich jetzt nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal hier hin, damit er sagt, nee, da werde ich nass, das geht nicht. Wenn ich mir den Zustand dieser Brücke so anschaue, scheint die Werft schon seit einer ganzen Weile nicht mehr in Betrieb zu sein. Unmöglich. Ist völlig unbrauchbar. Diese Holzplanken werden durch ein Flaschenzugsystem bewegt. Die müssen beim Schiffsbau Verwendung finden. Eine verrückte Ach Idee. komm. Ich bin sicher, dass es da zum Hafeneingang geht. Definitiv zu weit. Ah, okay, also kommen wir da wieder zurück. So, dann werden wir mal unsere super Hilfe hier in Anspruch nehmen. Ach, Herr Jemine. Ah, nein. Dann gucken wir erstmal hier. Fässer. Fässer. Ich finde, das ergibt keinen Sinn. Okay, so. Dann gehen wir dahin. Diese hölzernen Holzpfähle sind unbrauchbar, völlig marode. Wirklich? Sehe ich wie ein Zimmermann So ein aus? bisschen? So, was haben wir denn hier noch? Ein Werkzeugkasten, in dem nicht mehr viele Ja, Werkzeuge das sind. macht nichts. Da sind ein Hammer, ein Schraubenschlüssel und ein paar Röhren drin. Ja, dann nimm mal was mit. Ich nehme eine Röhre mit. Okay, nimm die Röhre mit. Sieht immer noch funktionstüchtig aus, obwohl das hier schon seit Jahren rumliegt. Okay. Damit werden wir bestimmt zur Schalttafel gehen können und sie in Betrieb nehmen. Da waren wir, glaube ich, schon. Moment, das hier. Nur ein Haufen Okay. Schrott. D und B. Diese Kisten sind größer. Ja, dann gehen wir mal dahin. Ich rüste schon mal das hier aus. Nein, das ergibt Doch, das keinen ergibt Sinn. wohl Sinn. Ernsthaft. Hör auf, meine Intelligenz in Frage zu stellen. Wer ist hier der Detektiv? Ich ja wohl. Brauche ich jetzt nicht. So. Dann haben wir das. Die Tür haben wir gescheckt. Das Boot haben wir noch nicht. Unglaublich, dass dieses Ding immer noch schwimmt. Da kommt man von hier aus ganz schlecht Ja, ran. ganz schlecht. Wenn ich mir den Zustand dieser Brücke. Unmöglich. Gut, dann haben wir uns doch eigentlich alles angeschaut. Achso, hier, nee? Nee. Das Licht, das durch diese Fenster hereinkommt, reicht gerade mal so aus, dass ich erkennen kann, was sich in dieser Werft befindet. Ja, aber wir können ja auch schlecht das Licht anmachen. Das Licht, das durch diese Fenster hereinkommt, reicht gerade. Eine verrückte Ach Idee. was. Das sind die Schottwände der Werft. Ihrer Größe nach zu urteilen, das bringt. Okay, das bringt nichts. Huch, F1. Das haben wir uns angeguckt. Das. Eine verrückte Idee. Diese Holzplanken werden durch ein Flaschenzugsystem bewegt. Die müssen beim Schiffsbau. Gut. Haben uns angeguckt. Vielleicht nimmst du ja doch noch was raus. Ein Werkzeugkasten, da sind ein Ja. Hammer. Ich sehe. Okay, er sieht nichts Brauchbares. Puh, ja, jetzt bin ich schon wieder total überfragt. Trotz Hilfe.
Eigentlich müssten wir ja die Schalttafel in Betrieb nehmen. Das ist eine Schalttafel. Ich glaube, damit steuert man die Umlenkrollen, die am Dach angebracht sind. Ja. Brauche ich jetzt nicht. Doch, das brauchst du. Das Licht, das durch diese Fenster herein... Oh. Diese Holzplanken werden durch ein Flach... Eine verrückte... Diese... Ich würde sagen, das ist... Ich bin sicher, dass es da zum Hafeneingang geht. Definitiv zu... Ja, okay. Können wir denn nochmal rausgehen? Ja, können wir. Ich schaue mir das hier nochmal an. Ich habe gerade best... Okay, das bringt uns aber nichts mehr. Kleine Hilfe gefälligst. Da ist das Logo eines Spielzeugs. Wer weiß, vielleicht... Die können wir vielleicht... In meinen, das sind die typischen... Okay, können wir nicht. Nun lauf doch mal. Gut, die Polizei ist immer noch da. Sean ist auch noch da. Ach so, warte. Ach nee, ich komme ja gar nicht dahin. Und wenn ich wieder versuche Wenn ich jetzt zurückgehe, sehen mich die Polizisten mit. Okay. Wenn ich jetzt zurück. Also er möchte definitiv nicht zurückgehen. Ich hatte nämlich jetzt gedacht, wir gehen wieder zurück zu der anderen Tür, die er die ganze Zeit nicht aufbrechen wollte. Und brechen sie dann auf. Aber unser schöner Detektiv möchte nicht. Noahs Werft. Origineller Name für eine Werft. Ja, das stimmt allerdings. Den gehen wir nochmal rein. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wir könnten ja nochmal hier... Wir sollen ja dem dort folgen. Geh schneller, um mir zu sagen, dass das nicht funktioniert. Oh. Das Geräusch, das ich gehört habe, kam aus Richtung dieser Kisten. Aha, das hätte ich jetzt aber nicht vermutet, ehrlich gesagt, dass da irgendwas passiert. Oh nein, sag mir nicht, dass es... Ein Kind? Was zum Teufel macht ein kleines Mädchen hier alleine? Hey, Kleine, was machst du hier? Pfeife und finden. Sie hat Seans Horn. Er muss sie hier versteckt haben. Hey, Kleine, hat Sean dich hier versteckt? Sean. Sie ist völlig verängstigt. Ich muss sie hier wegschaffen. Ich finde später heraus, wer sie ist und warum Sean sie hier versteckt hat. Oh nein. Ob das die Tochter von ihm ist? An der Pfeife, die sie dabei hat, ist klar zu erkennen, dass Sean sie hier versteckt haben muss. Aber warum? Sie ist völlig verängstigt. Wenn ich nach ihr greife, fängt sie vielleicht an zu schreien und das würden die Polizisten am Hafen mit Sicherheit hören. Wenn ich sie hier wegschaffen will, muss ich sie erst beruhigen. Ah, ich weiß. Wir gehen nochmal raus und setzen das Spielzeug zusammen. Bleib schön da, Kleine. Ich baue dir jetzt ein Spielzeug. Das wird ein Spaß. Wenn ich diese Puppe wieder zusammensetze, kann ich damit vielleicht das Mädchen beruhigen. Oh Gott. Das kann Jahre dauern. Ach so, wahrscheinlich muss ich erst einmal... Kann ich denn noch drehen? Tatsache. Ui. Moment mal, dann gucke ich mal. Nee, ich glaube, so ist schon... Nee, wartet mal. So ist doch nicht richtig.
Genau, so ist es richtig. Moment mal. Richtig schön drehen, drehen, drehen. So. Upsi. So. Ey. Okay. Alles im grünen Bereich. So. Aber irgendwie sieht das doof aus. Moment, ich mache das mal jetzt so. Oder sind das die Arme? Aber für Arme. Nee, das können nicht die Arme sein. Das hier ist dann wahrscheinlich. Oder andersrum. Andersrum könnte es auch sein. Oh, ist das eine Macherei? Hui! Ey, ey, ey. Nein, dahin. Oh. Hallo? Ja, okay, das passt schon irgendwie. Nein, nein, du solltest doch da oben hin, genau. Dann, hallo? So. Und was macht ihr so Schönes? Aus euch langweilen. Okay. Nein, so funktioniert. Warum nicht? Muss ich vielleicht doch? Nein, so. Nein, so funktioniert. Ich drehe das einfach mal alles. Nein, so. Nein, irgendetwas stimmt nicht. Nein, so. Nein, so funktioniert das nicht. Nein, irgendetwas. Nein, irgendetwas. Ja, ich versuche das doch gerade hier. Nein, Was steht denn da oben? nein, View so log for funktioniert das details. nicht. Da ist das Logo eines Spiels. Wer weiß? Da ist das Logo. Wer? Ja, können wir uns denn nicht das Logo mal Die irgendwie passen nicht. Das sind die. anschauen? Also, nee, das war definitiv so. Nein, irgend. Nein, nein, irgendetwas stimmt Moment nicht. mal. Dann brauche ich doch bestimmt doch noch. Das geht so nicht. Mir leuchtet nicht ein, wie. Okay, ich werde das offscreen machen, denn das ist echt gerade nervtötend. Nein. Und ich weiß auch gar nicht hier oben. Guckt mal, da steht irgendwas. Nein, Ich muss nein. erst mal schauen, was hier los ist. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder von Face Noir. Ich hoffe mal ein bisschen einfacher. Bis dahin sage ich, bye.